Gottes Held schon. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Ich habe das dem einen oder anderen Kollegen jetzt schon mal gesagt. Es geht uns ein bisschen darum, dass es ist bald wieder Weihnachten. Unser Weihnachtsmarkt ist sehr attraktiv. Da kommen viele Touristen und die werden natürlich auch in die Böttcherstraße. Das finde ich auch, das ist gut so, weil die Böttcherstraße lohnt sich anzugucken. Und wir finden einfach, dass wenn hier dieses Relief, was ja in der Tat eines der letzten tatsächlichen Hitler-Denkmale darstellt, das kann unserer Meinung nach nicht unkommentiert darstellen. Das heißt, was wir hier symbolisch machen, weil wir wollen natürlich hier nichts an die Wand anbringen und irgendwas zerstören. Wir stellen dieses Schild einfach hin und da wird es ein paar Stunden stehen und dann war es dann. Aber wir erwarten natürlich vom Senat, dass sie dazu auch einfach so eine kleine Tafel anbringen. Bürgermeister Jens Börnten hat das schon vor längerem zugesichert. Wir haben da auch schon mal drüber debattiert, aber bis heute passiert eigentlich nichts. Und da jetzt Weihnachten ist, wie gesagt, und dass viele Leute kommen, finden wir einfach, das sollte nicht unkommentiert werden. Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Dann sagt der Priester statt einer langen Predigt: Nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt: Nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur. Also was das Besondere an dem Lichtbringer ist ja sozusagen, dass er eigentlich so ein direktes Denkmal in der Tat wirklich ist. Bella, ciao, Bella, ciao, ciao.